Kann Harry Kane auch zu Hause in der Allianz Arena die Bayern-Fans verzaubern und trifft er gegen den FC Augsburg? Und was passiert bei Borussia Dortmund? Werden sie das Derby gegen Bochum verlieren? Das und alle weiteren Spiele hier in meiner Spieltagsprognose zum zweiten Bundesliga-Spieltag. Vorab, lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Aber damit kommen wir zum ersten Spiel. Am Freitagabend um 20.30 Uhr empfängt RB Leipzig den VfB Stuttgart. Ja, und Stuttgart, da haben wir aktuell tatsächlich den Tabellenführer hier auswärts in Leipzig. Die befinden sich aktuell auf dem Tabellenplatz 11 nach der 2:3 Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Und Stuttgart, die sind natürlich beflügelt nach dem 5:0 Sieg gegen den VfL Bochum. Aber traue ich jetzt hier Stuttgart auch einen Sieg gegen RB Leipzig zu? Ja, leider muss ich sagen, nicht. Ich glaube, jetzt wird sich RB Leipzig unter Marco Rose mal wieder profilieren. Sie werden hier ein knackiges 3:0 gegen Stuttgart einfahren. Zwar sind die Stuttgarter eigentlich ganz gut aufgestellt. Gerade auch der Trainer Sebastian Hoeneß, der gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Aber RB Leipzig, das habe ich euch bereits in meiner Bundesliga-Prognose erzählt, die haben sich wirklich trotz der Mega-Abgänge von Szoboszlai, Nkunku und Guardiol wirklich doch noch richtig gut aufgestellt. Einige wirklich sehr gute Transfers gemacht. Und deswegen tippe ich hier ein 3:0 für Leipzig. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Samstag. Um 15.30 Uhr empfängt Freiburg den SV Werder Bremen. Da bin ich mal gespannt. Da gab es jetzt ja zuletzt Gerüchte, wird möglicherweise Niklas Füllkrug zu Eintracht Frankfurt wechseln. Darüber habe ich euch heute Mittag noch berichtet. Aber hier erstmal dann das Duell am Samstag. Ja, Freiburg aktuell auf dem 6. Platz. 2:1 konnten sie letzte Woche gegen Hoffenheim gewinnen. Und ja, Werder Bremen kam ja bekanntlich gegen den FC Bayern München 4:0 unter die Räder. Das braucht man jetzt nicht als Maßstab nehmen. Der FC Bayern München ist ja nochmal eine ganz andere Kategorie. Aber ich glaube tatsächlich, dass hier Freiburg weiterhin ungeschlagen bleibt. Sie werden auch Werder Bremen besiegen. Es wird aber kein so deutlicher Sieg, auch ähnlich wie gegen Hoffenheim. Ich denke, wir werden hier ein 2:1 gegen Werder Bremen sehen. Ja, dann geht's weiter. Dann empfängt nämlich Bochum im Revierderby, wenn man das so nennen kann, Borussia Dortmund, also ein absolutes Derby-Spiel Bochum gegen Dortmund. Und ich glaube hier tatsächlich, dass das ein 1:1 wird. Nicht, weil ich irgendwie denke, dass Bochum mega gut drauf ist nach dem 5:0 gegen den VfB Stuttgart. Nein, ich glaube hier irgendwie, dass Borussia Dortmund nicht so gut drauf ist. Und das wäre dann schon so eine kleine Blamage zum Beginn der Saison. Denn eigentlich muss hier Borussia Dortmund Bochum 3-4-0 wegfegen. Denn Bochum, die werden unten drinnen spielen. Borussia Dortmund, die wollen nach ganz oben. Von daher müsste es eigentlich eine relativ klare Nummer sein, aber ich tippe trotzdem 1:1. Und danach gehen wir rüber zu Köln gegen den VfL Wolfsburg. Und da haben wir eine relativ offene Partie. Wolfsburg ist mit 2:0 in die Saison gestartet gegen Heidenheim. Das ist jetzt kein Spiel, was irgendwie aussagekräftig ist. Und Köln hat knapp mit 1:0 gegen Borussia Dortmund verloren. Und ich tippe hier auf einen Sieg für Köln, auf ein 2:0 gegen Wolfsburg. Ich glaube hier an Stefan Baumgartner, der wird das Ganze schon regeln. Und das ist mein Tipp zu diesem Spiel. Immer noch um 15.30 Uhr haben wir Darmstadt gegen Union Berlin. Das ist eigentlich ein Duell, das hatten wir vor ein paar Jahren noch in der zweiten Bundesliga gesehen. Mittlerweile in der ersten Bundesliga. Und hier, glaube ich, wird Union Berlin weiterhin siegreich sein. Sie haben ja 4:1 gegen Mainz gewonnen. Das war schon ein Ausrufezeichen. Darmstadt hingegen 0:1 verloren gegen Eintracht Frankfurt. Das ist eigentlich auch kein schlechtes Ergebnis für Darmstadt. Sie hatten ja auch Chancen, um das Ganze vielleicht möglicherweise noch einen Punkt irgendwie mitzunehmen. Aber ich glaube, hier wird Union Berlin auswärts siegreich sein in Darmstadt. Ich tippe hier auf ein 3:1 für Union. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Spiel am Samstag um 15.30 Uhr. Das ist nämlich Heidenheim gegen Hoffenheim. Und da haben wir natürlich zum einen Heidenheim. 0:2 haben sie das erste Spiel verloren, haben wir ja eben schon drüber gesprochen, und Hoffenheim auch verloren, 2:1. Und das ist für mich ein Duell, das heißt nicht offen, da muss man ganz klar sagen, Hoffenheim wird ja am längeren Hebel sein. Ich hoffe ja auf ein Debüt von Wout Weghorst, eher in der Bundesliga, hier auch vielleicht mit dem ein oder anderen Treffer. Ich glaube, letzte Woche ist er noch ausgefallen wegen dem ein oder anderen Problemchen, Rückenprobleme oder muskuläre Probleme, irgendwas hatte ich da gelesen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir hier ein Sieg für Hoffenheim sehen. 2:0 ist mein Tipp für Hoffenheim auswärts in Heidenheim. Und damit würde man Heidenheim jetzt schon so ein bisschen nach unten drängen. Aber wie gesagt, erst der zweite Spieltag. Und ich hoffe natürlich auf ein Tor von Weghorst, falls er denn spielen sollte. Das ist nämlich Stand jetzt, wo ich das Video aufnehme, noch gar nicht so klar. Dann kommen wir zum Topspiel am Samstagabend. Zwei Bundesliga-Urgesteine, wenn man das so nennen kann. Borussia Mönchengladbach empfängt Bayer 04 Leverkusen. Und
Und wenn ich jetzt sage Topspiel, dann meine ich nicht, weil das hier irgendwie Vereine auf Augenhöhe sind. Gladbach, die sind mit 4:4 gegen Augsburg in die Saison gestartet, war irgendwie ein ganz, ganz verrücktes Spiel, ganz fulminant. Noch mit 11 Meter, dies und das. Und Leverkusen, die konnten 3:2 relativ knapp gegen Leipzig gewinnen, was natürlich auch ein Ausrufezeichen ist, gegen Leipzig zu gewinnen. War ja gleich ein Topspiel am ersten Spieltag. Aber ich glaube, wird sich hier auch die Truppe von Xabi Alonso, die Werkself, gegen Borussia Mönchengladbach durchsetzen. Da hat man einfach einige gute Transfers getätigt. Man ist ja immer noch ein bisschen dabei, noch was zu planen. Und ich glaube, dass man hier jetzt auch unter anderem sich mit Stanisic ja noch verstärkt hat. Der ist von Bayern gekommen. Und I believe in Xabi Alonso. Ich gehe fest davon aus, dass Leverkusen ja hier in dieser Saison ganz, ganz oben mitspielen wird. Und deswegen tippe ich hier ein knackiges 3:0 für Leverkusen. Ob es dann wirklich so deutlich wird, bleibt jetzt erstmal abzuwarten. Aber ich glaube schon, dass Leverkusen hier den Ton angeben wird und Gladbach. Ja, die stehen, glaube ich, auch vor einer nicht so leichten Saison. Bin mal gespannt, wie die am Ende oder gerade auch schon in der Hälfte der Saison schon so abgeschnitten haben werden. Ja, und damit haben wir eigentlich den Samstag schon ziemlich rum und gehen weiter zum Sonntag. Da empfängt Mainz 05 Eintracht Frankfurt um 15.30 Uhr. Das ist ja dann quasi schon wieder ein Main-Derby. Also Frankfurt, die gehen hier von Derby zu Derby. Erst Darmstadt, dann Mainz. Frankfurt, wie gesagt, 1:0 im Derby gegen Darmstadt gewonnen und Mainz, die sind mit 1:4 unter die Räder gekommen bei Union Berlin und das ist für mich tatsächlich ein Duell auf Augenhöhe. Die werden, wenn alles so läuft, wie sich beide Vereine das denken, hier in der Tabelle relativ nah aneinander sein. Trotzdem glaube ich, dass Eintracht Frankfurt hier möglicherweise schon 1:0, 2:1 gewinnen kann. Ich tippe einfach mal ein 2:1 für Eintracht Frankfurt, einen Auswärtssieg. Und die einzige Frage, die ich jetzt nochmal offen lasse, wird Randall Kolo Muani mit im Kader sein? Denn letzte Woche hat sich das irgendwie schon gewaltig nach Abschied angefühlt. Aber Stand jetzt ist da ja noch nichts Genaueres bekannt. Vorhin habe ich es ja schon ein bisschen angeteasert. Füllkrug ist ein Name, der hier gehandelt wird. Aber Stand jetzt können wir da noch nichts vermelden. Und dann kommen wir zum letzten Spiel des Spieltags. Der Rekordmeister spielt zu Hause am Sonntag 17.30 Uhr. Da empfängt man den FC Augsburg und die ja 4:4 gegen Borussia Mönchengladbach in die Saison gestartet. Die Bayern 4:0 ohne Gegentor gegen Werder Bremen, war jetzt aber auch, muss man ganz klar sagen, auch nicht das beste Spiel der Bayern. Man hätte auch deutlich mehr Tore schießen können, hätte man hier Harry Kane vielleicht noch mehr in Szene gesetzt. Und ich glaube, das wird sich jetzt tatsächlich von Spiel zu Spiel steigern. Ich glaube, nach vorne hin ist das eine ziemlich gute Truppe der FC Bayern München, wenn die sich noch so ein bisschen an Harry Kane gewöhnen. Dann ist das eine richtige Macht und ich glaube, man wird hier auch wieder viele Tore schießen. Ich glaube, man wird wieder 4 Tore schießen und wird aber auch diesmal mal 1 fangen. Nicht, weil Augsburg jetzt die Mega-Offensive hat, sondern weil der FC Bayern München sich auch in der Innenverteidigung oder auch gerade auf den 6er-Positionen überall noch so ein bisschen finden muss. Ich bin gespannt, wie die Doppel-6 aussehen wird. Jetzt am Sonntag wird dann wieder Goretzka spielen, wird ein Kimmich spielen. Wer wird hinten drin spielen? Und trotzdem, obwohl man noch in dieser Findungsphase ist, tippe ich hier ein knackiges 4:1 für den FC Bayern München und 2 Tore Harry Kane. Ob der sich jetzt jedes Spiel dann quasi steigern wird, glaube ich nicht. Irgendwann ist dann mal Schluss. Aber mein Tipp zumindest ist, dass er hier trifft. Er wird hier sowieso spielen. Das ist schon ganz klar. Wer so lange nicht verletzt ist, wird er, denke ich, jedes Spiel machen. Das Einzige, was ich mich frage, wie viel Einsatzminuten wird Mathis Tel bekommen? Denn der war letzte Woche eigentlich auch, als er reinkam, gar nicht mal so schlecht. Hat ja auch einen Treffer gemacht. Eure Meinung zu meiner Prognose? Gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Bis dann, Leute.